Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom 50-Euro-Mann-Tag. Ja, war jetzt längere Zeit still hier bei mir auf dem Kanal. Lag daran, dass ich flach lag. Mich hat es mit dem erwischt, was im Moment sehr im Trend liegt. Man kennt es. Ja, und jetzt habe ich aber fleißig weitergemacht. Und ich konnte ein paar richtige Sahnestücke ergattern. Auch wieder über die Community teilweise. Schönen Gruß geht raus. Und schönen Dank. Und ja, dann habe ich hinten an der Reservehartwanne weitergemacht. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, die nächste Großbaustelle. Und es hat sich leider auch bewahrheitet. Überall, wo ich was aufmache, es wird aus einem kleinen Fleckchen dann eine Riesenstelle. Aber wir kriegen das alles geregelt. Ist halt viel Arbeit, dauert entsprechend. Aber mich stresst ja keiner. So, ich fahre jetzt Richtung Uelzen. Ich habe nämlich ein paar Manta-Raritäten angeboten gekriegt. Ich habe über eBay Kleinanzeigen tatsächlich HLTV-Abonnenten kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob er Abonnent ist, aber die Videos, das ist die Hauptsache. Und der hat mir ein paar geile Teile angeboten und die werde ich heute abholen. So, abfahrt. Und meine Cousine Anne-Farbe ist. Oh, schönes Teil. Was können wir uns jetzt mal angucken? Ach, kommt noch einer. Das klingt lecker. Ich kann dir sagen, geil. Alte LKWs finde ich auch richtig nice. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ich habe Teile hinten drin. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Auf dem Anhänger habe ich auch noch was. Also das hat sich gelohnt. Wir sehen uns dann gleich zu Hause an der Halle, wenn ich den Stuff ablade. Dann zeige ich euch nochmal genau, was da alles so bei ist. Also bis gleich. So, was habe ich geholt? Vordere Stoßstange, Schürze, dann eine Irmscher Heckstoßstange mit Kennzeichen unten. Sehr beliebtes Teil, sehr teuer geworden. Des Weiteren einen neuen, unbenutzten Kofferraumdeckel. Hat natürlich Lagerspuren. Da ist noch der GM-Aufkleber. Und eine nagelneue Motorhaube. Die hat natürlich Lagerspuren, genauso wie der Kofferraumdeckel. Aber sie ist unbenutzt. Wurde noch nie lackiert. Und sieht echt noch richtig gut aus. Keine Beulen drin. So, das sind die Sachen. Und den Rest habe ich hier drinnen. So, dann gab es noch dazu Reparaturblech, Kotflügelkante. Ein Reparaturblech fürs Bodenblech. Leider endet das genau da, wo ich es benötige. Tja, ist so. Aber haben ist immer besser als brauchen. So, dann habe ich, die habe ich allerdings woanders her, Reserveradwanne, Endspitze links. Die habe ich bestellt über Leidinger Tuning. Denn hier kann man sehen, geht das schon wieder ordentlich los. Hier ist Reserveradwanne angesetzt. Das wird dann die Endspitze. Ich habe so den Verdacht, dass das die nächste Großbaustelle wird an diesem Auto. Man sieht schon, dass es ziemlich angefressen ist alles. So, das ist das. So, dann habe ich mir hier richtig eingegönnt. Nämlich ein originales Frontblech. Das Abschlussblech unten. Weil dieses hier, was dran ist, ist ja hier zerfressen. Da zerfressen. Da fängt es an. Und hier oben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist es auch angenagt. Und ich dachte, zuerst wollte ich es flicken, hier wie Blechstreifen oder sowas drüber setzen. Aber dieses Blech gab es noch. Zwar nicht günstig, aber was soll's. Und das werde ich dann hier austauschen. Ist ja nur gepunktet, deswegen ist das ganz easy zu machen und ist dann vernünftig. Hier hinten ist auch schon über Flugrost. Deswegen
hier in den Ecken. Deswegen lohnt sich das, denke ich. Jo, soweit fürs Erste. Ja Leute, was soll ich sagen? Bei diesem Kfz bleibt mir wirklich nichts erspart. Ich habe hier jetzt nochmal blank gemacht, damit ich die Schweißpunkte besser finde, die ich gleich aufbohren muss. Ich habe hier schon angefangen, mit dem 3mm Bohrer vorzubohren als Zentrierung. Und jetzt kann man hier schon sehen, das Blech hier, das, was ich eigentlich nicht austauschen wollte, ist auch vergammelt. Und wenn ich hier ein bisschen mehr schleife, dann ist da ein Loch. Ja, also muss ich hier mir auch wieder was überlegen, was ansetzen. Es reißt nicht ab, die Arbeit. Hier ist die Wanne schon lose. Das gleiche hier vorne. Hier ist es richtig schön angefressen alles. Diese Wand muss ich ja auch nachbauen. Hier die Ecke muss ich nachbauen. Hierfür habe ich das Reparaturblech dann. Ja. Es bleibt spannend, sagen wir es mal so. Schweißgebadet bin ich. Scheiß die Wand an. Aber das Wichtigste, da ist sie. Jetzt sieht man auch, warum sie unbedingt raus musste. Hier diese Seite ist komplett vergammelt. Da ist sie gammelig. Und hier innen, beziehungsweise außen an der Endspitze, ja, geht's noch. Hier vorne ist natürlich auch komplett weg. Preisfrage, wie passt die neue? So, hier kann man jetzt das ganze Ausmaß sehen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden. Also das sieht noch sehr gut aus. Die Kante ist noch gut. Hier ist ein bisschen Gammel, den machen wir weg. Der Träger hier ist noch gut. Klar, die Kante ist Schrott, die bauen wir nach. Und hier unten die Kante wird wahrscheinlich auch ja, zum großen Teil ersetzt werden. Aber alles in allem geht es. Ja, die Passform von dem Repro-Teil, naja, ich habe jetzt da schon ein bisschen was weggeschnitten, hier habe ich die Ecke weggeschnitten, ich habe die Ecke ein bisschen nachgedengelt, man sieht ja hier auch diesen Faltenwurf, den finde ich auch echt nicht schön, aber gut. So, und hier haben wir noch ziemlich viel Luft und ganz reingehen tut es auch noch nicht. Ich denke, man kriegt das geregelt, aber es ist noch viel Anpassungskram. Aber ich war einfach zu geizig, 300 Euro für eine Originalwanne auszugeben, die man dann nachher eh nicht mehr sieht. Tja, so ist das. Mühsam, aber es wird, denke ich, funktionieren. Ja, Gammel rausgeschnitten, und liegt da. Jetzt habe ich mir hier erstmal ein rechteckiges Blech zurecht gemacht, was ich jetzt hier einschweiße. Die Kontur schneide ich dann nachher mit der Blechschere nach, wenn die Reserveradwanne drin ist, weil ich bin mir nicht so sicher, ob die von der Passform genauso ist wie die alte. Und so habe ich noch ein bisschen Luft und kann auch ein bisschen, ja, ein bisschen ausrichten, ein bisschen machen, ein bisschen tun. Ja, das schweiße ich jetzt durch, kühle das immer ein bisschen, damit es jetzt nicht zu sehr verzieht. Geheftet ist es und dann sehen wir uns wieder. Einmal durchgeschweißt. Ich habe ein bisschen mit Druckluft gekühlt zwischendurch, damit sich nicht so viel Wärmeverzug bildet. Denke, das ist ganz gut gelungen. Jetzt werde ich die Nähte einmal verputzen. Ich dachte, ich zeige euch das jetzt einmal so ungeschönt und dann denke ich, ist das ganz gut. Dann geht es hier weiter. Aua. Drin ist auch alles verfault. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja, ein bisschen. Ich hab's ja gesagt, die nächste Großbaustelle. Tja, egal, das Auto hat nur 50 Euro gekostet.
Können wir jetzt wieder sehr schön sehen, was vernünftiges Schweißgerät ausmacht. Hier ist nicht ein Schweißpunkt weggeflogen. Bei dem alten Schweißgerät war es ja so, da haben die Schweißpunkte beim Aufstoßschweißen, deswegen habe ich das eigentlich auch nie gemacht, gar nicht richtig gehalten, sodass du halt immer hier wieder Löcher drin hattest. Das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Es ist wirklich echt ein Riesenunterschied. Ja. Ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal mit einer Trennscheibe ein bisschen ins Detail gehen hier, weil es eigentlich schon relativ glatt ist alles. Oh, und dann ist das gut. Ja, Löcher werden immer größer. Hier habe ich jetzt angefangen zu schleifen und dann bin ich tatsächlich bis hier hinten gelandet. Ich wollte eigentlich nur hier dieses kleine Stück austauschen. Das ist hier auch schon ziemlich dünn gegammelt, aber das lässt sich noch retten. Ja, ich habe ein Blech angefertigt dafür. Ah, sieht aus wie Sau. So ungefähr kommt das daran. Hier von hinten wird dann die Reservewanne verschweißt. Aber da ich hier eine Überlappung habe, da, und mir das Zinkstaub oder das Zinkspray ausgegangen ist, kann ich jetzt an dieser Stelle nicht weitermachen. Ja. Ich warte noch auf eine Lieferung. Ich habe Neues bestellt. Das will ich auf jeden Fall vorher behandeln, bevor ich hier das andere Blech vorsetze. So ist es. Ich könnte natürlich hier noch was rausschneiden, aber irgendwann fehlen einem dann auch die Bezugspunkte, wenn man zu viel wegschneidet. Und das Schweißgerät, ich wiederhole mich, aber ich bin einfach so verliebt. Hier war echt ein ziemlich fetter Spalt. Da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass das hier gar nicht richtig hält, wenn ich das zuschweiße und ich da nochmal nachsetzen muss. Aber ich habe es geglättet und es hält trotzdem. Also ist jetzt hier alles wieder bombenstabil. Hier unten ist es punktverschweißt, hier oben habe ich es auf Stoß verschweißt. Hier habe ich es verschweißt. So, jetzt habe ich nämlich hier auch wieder Stabilität drin, was ich ganz gut finde, weil dann kann ich nämlich hier rausschneiden und dann hier in die Ecke nachbauen. Und dann nähern wir uns langsam der Reserveradwanne, weil die wird nämlich hier auch verschweißt und hier werde ich wahrflanch mir auch was überlegen müssen, weil der Schweißflansch von diesem Repro-Blech einfach eine glatte 6 ist, der geht ungefähr nur bis zur Mitte der Löcher hier. Vielleicht werde ich ihn verlängern, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber diese Ecke ist schon wieder zu. Das ist schon mal sehr gut. Ja. Und das Zinkspray lässt sich ungefähr genauso scheiße schweißen wie das andere. Aber es geht. Mit dem Schweißgerät geht alles. Ja, ihr habt gesehen, es ist wieder viel Arbeit. Große Löcher, viel Blech, was reinkommt. Aber mit dem Schweißgerät von Lorch ist es wieder ein absoluter Traum und es geht wirklich sehr gut. Ist wirklich überhaupt gar kein Vergleich. Ich meine, es ist klar, dass ein Schweißgerät, was irgendwie 5000 Euro kostet neu, gegen ein Schweißgerät, was 500 kostet, dass da ein qualitativer Unterschied sein muss, ist logisch. Aber dass der Unterschied so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Also schon, da liegen schon wirklich Welten dazwischen. So. Es geht dann weiter mit dem Anpassen der Endspitze. Das wird dann in einem nächsten Video passieren. Und dann gehe ich auch schon ganz stark auf das Dach zu. Da, auf dieser, da suche ich noch immer eine Punktschweißzange. Vielleicht hat ja jemand eine, die er gerne loswerden möchte. Am besten nicht zu alt. Man kann es natürlich auch mit dem Schutzgasschweißgerät machen. Aber ich bin da ein bisschen skeptisch, weil gerade die Dachhaut, die ja sehr anfällig ist für Verwerfungen durch Wärmeverzug, würde ich gerne eine Punktschweißzange verwenden, weil die doch eben deutlich weniger Wärme einbringt. Und ich habe damals beim 3-Liter-Manta so ein Sonnendach zugeschweißt und ich habe sogar auch eine Punktschweißzange verwendet, aber auch da war Wärmeverzug dann
am Ende drin und ist da halt relativ viel Spachtel drauf. Und das möchte ich halt hier nicht. Ich möchte ja auch mich verbessern. Und ich werde auch nochmal probieren, wahrscheinlich mit, es gibt so ein Kühlgel, damit kann man Bereiche kühlen, weil hinten an meiner C-Säule, da ist ein Streifen, der wird wirklich durchgeschweißt, auf Stoß glaube ich sogar. Und da würde ich dann ringsherum alles mit diesem Kühlgel einschmieren, damit da die Wärme nicht oben in die Dachhaut zieht. Aber das kommt alles später. Ich muss auch erstmal versuchen, aus meinem Schlachtdach die Dachhaut sauber rauszukriegen. Das wird ja die erste Herausforderung. Weil ich, ja, es muss ja alles sauber auseinandergehen. Darf nicht zu sehr zerdengelt werden und darf nicht kaputt gehen. Das wird schon witzig, glaube ich. Das wird wirklich eine richtige Aktion. Ja, aber es geht gut voran und wenn ihr Bock habt, lasst noch ein kostenloses Kanalabo da, schadet nie, einen Daumen für den Kanal und ich melde mich ab und tschüss.